Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mit dem RS4 Limo Motor weiter. Ein Video, wo ich wirklich extrem lange drauf gewartet habe und extrem lange für gekämpft habe, weil wir nämlich Besuch aus der Schweiz. Amel ist hier. Firma Amstec Motors, richtig? Ja, Amstec Motors, ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein paar Einspieler machen, weil Amel hat nämlich ein Lupo, 3 Liter Lupo. Ja. Allerdings nicht 3 Liter, sondern 3 Liter Hubraum. Fährst du 3 Liter Hubraum? Ja. 3 Liter Hubraum ist nämlich tatsächlich dieser Motor hier drin, ein V6. Nicht Biturbo, in dem Fall Singleturbo. Genau. Viertelmeile-Auto. Ich habe mir das Auto in der Schweiz, als ich auf der Durchreise war, auch einmal angeguckt. Ist wirklich crazy, weil ich glaube, kein anderer kam auf die Idee, in Lupo so einen Motor bisher einzubauen. Bin der Erste, ja. Und mittlerweile auch Leistung satt. 1450 PS. 1450. Das muss ich gerade mal überlegen. Bisher war eigentlich immer der stärkste TTD. S4 Kombi. 1443. 500? Nee. Meine 1443. Okay, auf jeden Fall jede Menge Technik. Lupo, das Auto müssen wir irgendwo anders mal vorstellen. Aber prinzipiell schon genau dieser Motor, Single Turbo, Audi Antriebsschrank. Genau. Halt eine Lupo-Hülle drüber. Korrekt. So, aber das ist nicht der Grund, warum wir heute hier sind, sondern ihr baut für diesen Motor diesen geilen Scheiß hier. Das heißt, wir reden von einer Trockensumpf-Schmierung für den V6 Biturbo-Motor. Korrekt. Okay, das wird interessant. Ich glaube, wir reden darüber schon mittlerweile ein Jahr, würde ich mal tippen. Locker. So, ne? Das ist so, ja. Wegen RS4. Du selber fährst einen S4-Block. S4-Block, ja. So, der Unterschied zwischen S4 und RS4 ist so, also eigentlich jeder von außen würde jeder denken, ist genau gleich. Ist aber dann doch komplett anders, was unten so die ganze Lochanbindung, Ölrücklauf und so weiter angeht, ne? So, und deswegen war nach und nach der Plan, dafür eine Trockensumpf zu bauen. Und hier liegt sie. Also optisch schon mal geil. Viel Arbeit. Wie lange fährst du schon Trockensumpf in deinem Auto? 3 Jahre mittlerweile. 3 Jahre? Ja. S4-Block. Genau. So, jetzt ist das Coole. Wir haben ja unser wandelndes Lexikon dabei. Und wir haben schon etliche Male über Trockensumpfschmierung gesprochen. Und du bist ja eigentlich auch ein Fan davon. Auf jeden Fall. Also für sportlich angehauchte Motoren, die ein bisschen mehr Leistung haben sollen, die zuverlässig sein sollen, ja. Vorteil von Trockensumpf? Vorteil von Trockensumpf ist mehr Ölvolumen, bessere Filtermöglichkeiten, bessere Kontrolle und stabilerer Öldruck vor allen Dingen, weil sich das Öl viel, viel besser beruhigen kann im Sumpf als im Tank, als es eben normalerweise beim Nasssumpf im Nasssumpf möglich ist. Ich versuche mal mit 2 Sätzen dem Laien jetzt zu erklären, wovon wir reden. Normalerweise ist der Motor ist jetzt gerade auf den Kopf gedreht. Ihr müsst euch das so vorstellen, eigentlich ist dort diese Ölwanne drunter. So hängt die da drunter. Da drin versteckt sich diese Ölpumpe. Die ist wirklich in dem Motor. Und man hat unten die Ölwanne, wo das ganze Öl drin steht. So, jetzt hat sich irgendwann mal ein schlauer Ingenieur überlegt sich eine Trockensumpfschmierung. Das heißt, man hat unter dem Motor nicht mehr die Ölwanne, sondern man hat irgendwo extern einen Öltank, wo das ganze Öl reingepumpt wird und wo die Pumpe auch abpumpt. Übertrieben gesagt. Eine Kurzfassung. Genau. So, okay. Und genau das probieren wir jetzt tatsächlich bei dem Auto. Das heißt, alte Ölwanne weg, neue Ölwanne dran und mit Trockensumpf geht's weiter. Das heißt, Vorteile, dass der ganze Kreislauf neu gestaltet werden kann, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, weil die Pumpe ausgelagert ist und somit auch das ganze Öl in den externen Filter und so weiter pumpen kann. Im Prinzip kommt es ja auch aus dem Rundstreckensport,
indem die Kurvenkräfte dann das Öl nach außen transportieren und der Pickup das Öl nicht mehr ansaugen kann. Das heißt also, man ist bei Rennen, auf Rundstreckenrennen, an den Punkt gekommen, an dem die normale Nasssumpfschmierung einfach nicht mehr funktionierte. Du brauchst auf der einen Seite Bodenfreiheit, weil der Motor tief gesetzt wird und das Auto flach ist und du hast keinen Platz, um einen tiefen Sumpf zu bauen. Auf der anderen Seite hast du hohe G-Kräfte in der Kurve, das Öl schleudert weg und dann war die Trockensumpfschmierung im Prinzip das Ei des Kolumbus. Heißt das tatsächlich in der Fachliteratur nass-Sumpf? Ja, auf jeden Fall. Erstmal gehört. Also macht ja Sinn, trocken und nass. Ja. Aber okay. Das heißt, irgendwann waren die Fliehkräfte so hoch, dass das Öl da drin einfach hin und her geschwappt ist, ja, und die Pumpe Luft gesaugt hat. Richtig. Mhm. Das ist zum Beispiel so, in der historischen Rennszene kann man heutzutage bessere Reifen fahren, als die in den 60er, 70er Jahren verfügbar waren. Und wenn man dann zum Beispiel mit so einem BMW 2002 mit modernen Reifen auf der Rundstrecke unterwegs ist, dann kann man höhere Kurvenkräfte fahren und dann plötzlich kommt der Motor ganz, ganz schnell an sein Limit. Und dann kriegt er ganz schnell einmal, wenn er 2 Sekunden in der Kurve, in der langgezogenen Kurve, den Öldruck weg hat, dann wird er ein Pleuellagerschaden. Dann war es das. Die Jungs wissen da, ich sag mal so, aus eigener Erfahrung sehr Unangenehmes zu berichten. Wenn wir jetzt wirklich Volllast-Rennstrecke, was denkst du, wie lange verkraftet so ein Motor ohne Öldruck? Ist das wirklich nur so eine Zehntelsekunde und schon ist Schaden da? Oder wie sind da so die Reserven bei so einem Motor? Das kann man so nicht sagen, weil du nicht weißt, wie weit der Motor am Limit ist. Aber bei Volllast eine Sekunde ohne Öldruck ist Exitus auf jeden Fall. Vielleicht sogar eine halbe Sekunde ohne Öldruck. Das reicht. So, jetzt sehen wir hier, ja, wir müssen ihn einmal ganz kurz zeigen. So, Joni ist übrigens auch da. Hallo. Das ist übrigens Miguels aktuellstes Projekt. Ich glaube, wenn wir irgendwann solche Zylinder erreicht haben, dann haben wir es auch wirklich geschafft. Das sind jetzt hier knapp 10 Liter Hubraum? Nein, 9,4. 9,375. Wahnsinn. Und da kommt auch Trockensumpf und alles noch drunter? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Problem hier, dass wir das Lenkgetriebe vorne haben. Der Motor muss so flach und tief wie möglich und so weit nach hinten wie möglich. Und das ist mit der normalen Schmierung schwierig. Außerdem ist mir der Motor einfach zu wertvoll und zu teuer, um den mit einer normalen Nasssumpfschmierung zu Tode zu fahren. Ich möchte Reserven haben und die baue ich mir dann durch die Trockensumpfschmierung ein. Ist also im Rennsport gang und gäbe, aber bei diesen Motoren speziell hat es eigentlich vorher noch nie. Gibt es wen anders, der Trockensumpf auf der Motor fährt? Also, gleich gezielt, nein. Doch. Aber als Produktion, als etwas zu kaufen, in dem Sinne nicht. Hat noch keiner gemacht. Ich bin selber gespannt, wie das Ganze am Ende so in dem Auto passt und so weiter, weil man muss natürlich auch den Platz immer haben. Also einerseits spart man Platz für die Trockensumpf, andererseits braucht man den Platz drumherum für alles, was man so ranbaut, ne? Die Nesca-Renner haben den Öltank sozusagen hinterm Beifahrersitz oder in dem Fahrersitz. Da brauchst du nur eine entsprechend großdimensionierte Saugleitung vom Tank. Das muss dann schon Dash 16 sein. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob sowas wäre sowas theoretisch legal? Dürfte man einen Öltank in den Innenraum haben? Gute Frage. Noch nie damit beschäftigt. Ne? Aber wäre mal geil. So also Beifahrersitz ausbauen. Heute, Schatz, mitfahren ist nicht mehr. Jetzt ist Öltank hier. Kannst du wenigstens während der Fahrt mal gucken, ob genug drauf ist. Und kannst immer Hand anlegen, ob warm schon ist. Ja, das merkt man. Also wir hatten so einen Trockensumpftank im Ranchero mit 20 Litern hinter der Rückfahrhand. Und wenn das Öl dann 90 bis 100 Grad Celsius hatte, wurde es warm in der Bude. Das heißt, tendenziell hat man mit Trockensumpf auch mehr Volumen immer. Muss man ja alleine schon wegen Tank. Nein, muss man nicht, aber es wäre dumm, wenn man es nicht ausnutzen würde. Weil mehr Ölvolumen auch immer gut. Ja, außer, dass man länger braucht zum Warmfahren, ist mehr Öl immer gut. Ja, zum Beispiel Porsche luftgekühlt hat bei 3,2 Liter Hubraum 12 Liter Motoröl an Bord. So als Maßstab. Luftgekühlt ist natürlich ein bisschen höher beansprucht, aber das ist vom Verhältnis Hubraum zu Öl schon mal eine gute Sache. Und tendenziell kann man schon sagen, dass man dem Motor immer eine Freude damit tut. Also wenn das System funktioniert, da kommen wir später noch drauf, das war ja das Schwierige, dann ist es immer gut. Ja. Okay. So, ich würde sagen, Amel, zeig mal, was du hier so mitgebracht hast. Also das ist unsere Wanne, unsere Pumpe. Zwei Teile quasi. Die Pumpe wird rangeschraubt und der Clou ist eigentlich in der Wanne drin. Wir brauchen nicht die ganzen... Erinnert mich so ein bisschen an so einen Bugatti Veyron Unterfahrschutz, weil der ist auch so mit 80 Schrauben oder so fest. Das heißt, die ist zweiteilig. Genau. Zweiteilig, wahrscheinlich auch, damit man es überhaupt fertigen kann. Genau, ja. So, und das Entscheidende, was du gerade schon sagtest, ein paar Betriebsgeheimnisse gibt es am Ende immer, ist hier drunter. Genau. Betriebsgeheimnis, um es überhaupt erst zu fertigen oder damit es funktioniert am Ende? Damit es funktioniert. Was passiert, wenn es nicht funktioniert?
dann saugst du einfach nicht das Öl. Man soll ja das Öl saugen. Du hast ja aus den Köpfen diese Schlitze hier. Mhm. Und bei dir fahren wir jetzt so, so haben wir das abgemacht, dass wir ein geschlossenes System fahren. Mhm. Und quasi wird aus den Köpfen auch Öl rausgesaugt. Das Geile, diese gefrästen Teile, ne? Das ist immer wieder geil. Ja. Also, ihr seht jetzt hier schon mal, hier dreht sich die Kurbelwelle durch. Hier ist wirklich fast gar kein Volumen mehr. Miguel, ist das besser, wenn da kaum Volumen ist? Also wäre es theoretisch ideal, wenn die Wange sich gerade so durchdrehen kann? Wichtig ist, dass der Ölsaugraum, wo das eigentliche Absaugen stattfindet, abgeschottet ist von dem, von den Drehungen der Kurbelwelle. Mhm. Das heißt, also, du musst einen Schott dazwischen haben, sonst saugst du eventuell zu viel Schaum. Und das ist ja hier ganz hervorragend gemacht worden. Das heißt, also, du hast ja hier eine Abscheidung in Drehrichtung der Kurbelwelle, auch ganz wichtig. Und dann kann sich das Öl da unten in dem darunter befindlichen Raum beruhigen, bevor es abgesaugt wird. Das heißt, hier drin ist so die Party los bei 8000 Umdrehungen? Oh ja, praktisch nur Ölnebel. Nur andere Seite. Hätte man das nicht aus Plexiglas einmal fräsen können, weil das müsste, hätte man sich mal angucken müssen, wie das so aussieht. Vielleicht einen Deckel, um zu sehen, wie das Öl scheint. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, das ist ja schon gut, Volumen 8000 Umdrehungen, ist ja schon ein bisschen was, wie sich das da so dreht. Klar, da ist natürlich Ramazamba drin. Nichts mehr. Ähnlich ist ja immer alleine schon nur, wenn man mal wirklich so ein Rennauto im Regen sieht, ohne die Verbreitung drauf, was da so an Wasser hochkommt. Mhm. Klar, die Kurve läuft hier nicht im Öl, weil idealerweise steht das Öl hier nicht, oder? Also idealerweise ist sie so gestaltet, dass sie schon einfach nur in der Luft läuft und nicht das Öl sich hier unten so drin sammelt. Geht ja nicht, wenn die Kurbelwelle das Öl eintauchen würde, auch zum Beispiel bei der Nassumschwierung, dann schleudert sie es ja automatisch hoch und verwirbelt es. Das heißt also, sie senkt dadurch den Ölstand und du hast dann nur mehr Öl, der parasitär in dem Kurbelraum dort herumgeschleudert wird und dann einfach nur Leistung frisst, indem die Kurbelwelle das Öl praktisch in der Schwebe halten muss. Das macht keinen Sinn. Das hilft nicht bei der Schmierung, es wird nur Luft eingetragen, das ist nicht von Vorteil. Normalerweise senkte man den Sumpf möglichst tief unter die Kurbelwelle, wie bei Baumaschinen mit einem Schottblech dazwischen zum Beispiel. Und das ist ja hier A nicht möglich, B nicht nötig, aber ich finde das schon hervorragend ausgeführt, dass hier eine Trennfläche dazwischen. Das ist eben ganz wichtig. Es geht darum, die Drehbewegung der Kurbelwelle von dem eigentlichen Absaugen zu trennen. Das heißt, bei einem Serienmotor steht das Öl unterhalb dieser Wange. Deutlich unterhalb, ja, ja. Ich habe nie Gedanken zu gemacht, wie tief das eigentlich drinsteht. Okay. Nein, es geht nicht. Wenn die Wange in das Öl peitschen würde, würde sie es ja hochreißen, in den Motor schleudern. Da gibt es ja so Mythen und Legenden im Internet, dass man deswegen früher die Kurbelwellenwangen angespitzt hat, dass wenn die durchs Öl durchgehen, das Öl gerade nicht so mit hochtragen und so. Weiß ich noch, hat man früher immer so diese Bergkapp-Autos und so, die da wirklich so aus dem 8V 200 PS geholt haben. Ja. Aber okay, sagst du, ist Quatsch, weil Öl steht eh höher. Ja. Beziehungsweise tiefer. Okay, ihr könnt das von da gerade nicht sehen, deswegen sage ich das nochmal. Die Schlitze sind wirklich nur hier und auf der Seite nicht. Also das hat wirklich mit der Drehbewegung der Kurbelwelle zu tun. Ja, so, und das Coole bei diesem System ist jetzt, normalerweise würde man einfach irgendeine Ölwanne runterflanschen und würde dann die Pumpe ein bisschen extern setzen und müsste schon mit dem ersten Schlauch von der Pumpe erstmal die Ölwanne absaugen. Genau. Das wäre Punkt Nummer 1. So, das wollte ich halt nicht. Wie ist es bei dir jetzt gerade? Ist es auch so, ne? Bei deinem jetzigen? Genau so, ja, aber ist eine Trennung dazwischen. Aber ist noch nicht dieses System, sondern ist mit richtig externer Pumpe. Das ist jetzt der Prototyp. Wir probieren das jetzt bei dir so mal aus. Und, Wieder Versuchskaninchen. Aber ich bin immer gerne Versuchskaninchen. Ich bin auch immer nicht böse, wenn es nicht funktioniert. Nein, ich denke, es funktioniert. Das wird dann. Was fährst du bei deinem Motor in Öl? Sind 5 Bar. Okay. Was würdest du empfehlen an Öldruck? Bei so einem Motor mit den kleinen Lagern, mit der Drehzahl, mit der Last drauf und so? Ich würde mal 6 bis 7 versuchen. Einfach versuchen. Also schon eher viel. Du arbeitest ja keine Hydroschlüssel, oder? Nee. Ja, alles, was ich sonst aufpumpen könnte. Okay. Hier keine Schläuche notwendig, sondern hier drin sind, ich sag jetzt mal einfach ein paar Kanäle. Genau. Wo die Pumpe direkt von absaugt. So, jetzt ist das eine Vierkammerpumpe. 1, 2, 3, 4 Kammern. 4 Stage, ja. Das heißt, hier sind 4x2 gegenläufige Zahnräder drin. 3 saugen und eine ist dann die Pumpe selber. Okay, das heißt, die ersten 3 saugen alle nur aus der Ölwanne. Genau. Das heißt, die saugen einmal unten die Wanne ab und
hier oder saugen die alle drei ins gleiche Volumen? Oder ist das Geheimnis, was wir nicht verraten dürfen? Ja, genau. Okay. Aber es ist logischerweise schon so, dadurch, dass wir nämlich, jetzt kommt nämlich das Coole, beim RS4-Block ist der Rücklauf, der oben aus dem Motor kommt, getrennt. Wir können das hier bei der, Originalwanne einmal zeigen. Diese Kanäle hier, das sind die Schlitze, die sind getrennt. Das heißt, das Öl, was aus dem Kopf runterläuft, läuft nicht hier unten rein, sondern läuft an der Kurbelwelle dran vorbei. Das macht es für mich natürlich umso interessanter, weil das ist ein Motor, der hat tierisch Probleme mit Entlüftung. Kurbelwellenentlüftung. Habe ich immer Probleme gehabt. Theoretisch müsste ich doch jetzt, dadurch, dass das ist ja theoretisch die Entlüftung, das ist ja eigentlich das, was von oben runterkommt, genau. Kann ich Ventildeckel einfach zumachen. Einfach zu, alles zu. Du verbindest das einfach. Diese Krake, die ich für dieses Auto gebaut habe, damals, ich nenne es immer Krake, weil das war ein Behälter mit 5 Rohren dran, dann alles noch zentrifugal da drin, mit Schottwänden, mit Rücklauf. Dann war der Rücklauf zu klein, dann brauche ich einen größeren Rücklauf, dann habe ich 2 Rückläufe gemacht. Ich glaube 8-mal gepulvert, weil so oft da drum geschweißt. Mhm. Das fällt alles weg. Alles weg. Alles zu. Weil die Pumpe so stark saugt, dass sie wirklich von oben das Öl auch absaugt. Problemlos. Verstehe. Letzte Kammer ist eigentlich die interessante. Ist die Pumpe selber, da kannst du den Druck einstellen. Hier? Genau. Das ist halt auch geil, interne Pumpe, kann man niemals immer den Öldruck einstellen, geht schon, musst Ölwanne abbauen, musst jedes unter Mal. Den Regelkolben eine Scheibe drunter legen und die weiter vorspannen. Hier kann ich übertrieben gesagt das einfach so regeln. Ne? Genau. Wäre sogar schon fast wieder was mit den aktuellen Steuergeräten, wäre es ja sogar fast wieder möglich, das elektronisch zu machen. Dass man also elektronischen Steller oder so ransetzt, wird es ja geben, sowas. Porsche macht das. Porsche, ne? Ganz viele. Ja. Ich glaube auch die aktuellen 15er und sowas, die haben das auch alle. Ich glaube sogar selbst die 14er und so auch schon. Dass die im Leerlauf alle Öl auch wegnehmen und unter Last dann zugeben. Ne? Hat in dem Fall wahrscheinlich Emissionssachen weniger Verbrauch, weil weniger Reibung. Ja, ja, ja. So, jetzt muss ich gerade selber überlegen. 1, 2, 3, die saugen hier alle durch. Das heißt, hier ist auch die Saugseite. Das heißt, irgendwo muss hier ja dann auch. Ah, der hier ist das. Genau. Da kommt das Öl rein. So, das heißt, dieser Anschluss hat eigentlich nichts mit der Wanne zu tun, sondern das Öl wird hier durch in die Pumpe gesaugt und kommt hier wieder raus. Genau. Krass. In den Filter rein. Wie viele Stunden hast du das ungefähr überlegt? Bei Prototypen dauert es immer etwas länger. Viel länger. Genau, und dann ist das einfach im Programm drin und das geht dann einfach. Ja, ja. Viel schneller. Okay, also für den Laien, dieser Anschluss saugt unten aus dem Tank raus. Ja, kann sein. Von da nach da. Und du kannst hier ein 12er Dash oder ein 16er. Wenn du im Kofferraum das Öl hast, also den hier, dann würde ich dir empfehlen, wie schon. Auf die Carbonplatte hinten drauf. Kann der zu weit weg sein oder ist egal? Der Strömungswiderstand der Saugleitung ist nicht zu unterschätzen. Wir haben damit schon mal negative Erfahrungen. Weil Riesenproblem, jeder, der meinen Motorraum kennt, weiß, dass ich das Ding leider nicht einfach so neben den Motor stellen kann, weil da ist leider gar kein Platz. Und dieser Behälter ist ja eigentlich auch kriegsentscheidend. Da kann ich jetzt ja nicht einfach einen 4 gegen Tank nehmen und einen Anschluss ran machen. Das funktioniert nicht. Wenn der groß genug ist, dass sich das Öl darin beruhigen kann, dann würde es gehen. Ja. Dann habe ich nicht das Problem, also ein Riesenproblem generell bei Schmierung bzw. Öl ist es, dass es ab einem gewissen Grad anfängt zu schäumen. Also wenn es nicht ideal funktioniert, sammeln sich Luftblasen in dem Öl. Ja, da kann der Tank aber nichts für, weil der Schaum wird ja im Motor und in der Pumpe eingetragen, und nicht im Tank. Mhm. Der Tank sollte die Möglichkeit besitzen, die Luft abzuscheiden nach besten Möglichkeiten. Aber wenn du zu viel Luft im Öl hast, dann kommt auch ein guter Tank dagegen praktisch nicht an. Dann hast du wirklich Schaum im Öl und dann stirbt der Motor. Das heißt, hier drin ist ein, ich sag jetzt mal, ein Aufbau, der dafür sorgt, dass das Öl, was oben reinkommt, bis es unten ist, möglichst luftfrei ist. Ja. Möglichst so. Du sagst, das funktioniert aber eh nicht so gut, wie man eigentlich denkt. Das heißt, es soll am besten ohne Luft reinkommen. Das wäre das Beste. So wenig wie möglich, klar. Große Blasen kann man gut abscheiden, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn das Öl sehr fein aufgeschäumt ist, dann scheidest du das im Tank nicht mehr ab. Dann hast du keine Chance. Fein heißt, dass das dann auch schon so leicht milchig aussieht. Ja. Ja. Okay. Dann hast du verloren. Definitiv, ja. Dann ist das Problem, dass dann der Öldruck runtergeht oder schmiert das Öl dann nicht mehr so gut, weil es nicht mehr so druckstabil ist? Es schmiert nicht mehr. Schmiert nicht mehr. Mhm. Cool.
Das heißt, brauche ich nochmal eine durchsichtige Dash-Leitung, um immer gucken zu können, wie es aussieht. Die Ölschaumnase. Oder ich sag mal, die Eintragungsleitung, also hier oben, ist ja fast drucklos. Mhm. Da könntest du, ich sag mal, so ein Stückchen durchsichtigen Schlauch hinpacken. Dann hast du es ja. Okay. Oder wie hier aufgemacht. An der Seite, ne? Ja, da guck mal, Miguel hat wieder was gebastelt, da kommen wir später zu. Ich sauge an, hier geht der Druck raus. So, jetzt muss ich aber irgendwie von hier aus in den Motor kommen. In den Filter. Also Filter. Erst in den Filter, genau. Genau. Und dann kommt, willst du noch eine Kühlung dazu? Und die Kühlung und durch die Kühlung dann wieder da rein. Bist du mit Ölkühler gefahren oder ohne? Nein, Wasseröl. Weil ich könnte mir vorstellen, das wird doch eh nicht heiß, oder? Also bei mir. Doch. Echt? Ziemlich, ja. Wir fahren ja Viertelmeile und das ist jetzt nicht so, dass es unbedingt nötig ist, aber würde ich schon empfehlen. Also ich habe einen Kühler im Auto, das heißt, der wird angeschlossen, weil der hängt von Wagner unten einfach so unter dem Schlossträger. Das heißt, ich gehe aber, der Kreislauf ist Ölfilter, aus dem Filter durch den Kühler hier rein. Und solange das Öl noch kalt ist, halt am Kühler vorbei, direkt hier rein. Genau. Okay. Und das ist nämlich das nächste Problem. Also was heißt das Problem? Probleme... Man braucht halt immer nur eine Lösung. Ich vermute, das ist dann der Anschluss. Ja. Das heißt, hier drücke ich das Öl dann rein und dann geht es auch hier wieder intern. Ich hoffe, hier habe ich Platz vorne zum Schlossträger. Da ein Zwischenstück. Da drückt er das dann quasi im Motor intern hier wie original. Da sitzt sonst die Pumpe mit so einem Röhrchen drauf. Da sitzt er das dann, drückt er das dann rein. Du hast den Vorteil auch beim Filterhalter, kannst du so quasi, wie soll ich das nennen, Bypass für die Turbolader. Du kannst dann hinten zumachen, du hast da die zwei Leitungen. Es ist ja da bekannt, dass bei 9000 Umdrehungen hatten wir hier am Ende 2 Bar weniger. Weiß, Druck. Genau. Und das haben wir jetzt zugemacht. Oder besser gesagt ein Bypass-Ventil. Also kommt Druck von vorne und von hinten. Ich habe da immer, mein Trick 17 war immer, ich habe da hinten Öldruck gemessen, nicht um zu wissen, wie viel ein Turbolader ankommt, sondern ich habe darüber meinen Pleuerlagerverschleiß immer gemessen. Aha. So, weil wenn der Motor frisch ist, war die Druckdifferenz zwischen vorne und hinten, man muss dazu sagen, das Öl wandert einmal durch den ganzen Motor durch und geht dann in die Turbolader, was natürlich auch verschleißmäßig und partikelmäßig wahrscheinlich auch nicht ideal ist. Wäre natürlich auch besser, wenn es direkt frisch in die Lader reingeht. Wenn da die Differenz zu groß war, also wenn da 2 Bar Differenz waren, wusste ich schon, dass die Lager schlecht aussehen. Vor allem für die hinteren Zeit. Ja. Sowohl Hauptlager als auch Pleuerlager. Ne? Okay, das heißt, ich kann hier theoretisch einfach extern raus. Nicht hier aus dem Filter. Nee, aber schon aus dem Leitung oder Filtergehäuse oder wie auch immer. Ja. Ne? Muss dann mit den Turboladern das Öl wieder zurückführen. Das heißt, es ginge theoretisch auch in den Behälter direkt. Kannst du machen, ist auch besser, weil dann ist wieder der Kontakt mit der Kurbelwelle nicht. Idealerweise, ich könnte es theoretisch übertrieben gesagt, das Problem ist, die Lader sitzen recht tief. Es muss natürlich schon einigermaßen fließen. Sollte. Idealerweise wäre natürlich auch irgendwie, ich glaube, ich würde eher gucken, dass ich hier so zum Beispiel reingehe, dass ich das nutze, dass das mit absaugt sogar noch. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir vom Platz her ist, aber irgendwie müssen sie rein. Am besten von der Seite, nicht da irgendwie Löcher machen, sondern die Kurbelwelle geht auf die Seite. Und das sollte dadurch. Ja. Und wenn du da jetzt ein Loch machst und. Ich dachte, wenn dann direkt von hier, von außen. Könntest du auch, ja. Weißt du, so richtig in den Rücklaufkanal. Okay. Es ist wichtig, dass es von den Turbos nicht gesaugt wird. Okay. Ich dachte, jetzt wäre gerade gut, wenn das Öl da richtig. Ja. Idealerweise, ich merke schon, Beifahrersitz raus, Behälter rein, weil dann kann man nämlich wirklich einfach von Turbolader und bumm dran. Fertig so ungefähr, ne? Das wäre natürlich einfach so. Ja, der Turbolader muss es ja laufen. Ja. Und das ist das Problem an der Sache. Ja. Das heißt, also der Behälter ist entweder tiefer oder du brauchst eine separate Rückförderpumpe, so wie Porsche das macht irgendwie. Dieser Anschluss ist logischerweise der Anschluss, der dann hier oben reingeht. Genau. Das heißt, alles, was mit den 3 Kammern abgesaugt wird, ist eigentlich krass. 3 Kammern nur fürs Absaugen und eine Kammer, die nur den Druck erzeugt. Ne? Ja, wenn du das System fahren willst oder so. Ist eigentlich besser, umso mehr abgesaugt wird oder mehr Kanäle oder du das so separieren kannst, ist es besser. Und das ist ein Dash-16-Anschluss. Ich habe das alles mit Dash-16 hin und zurück. Boah, das wird im Motorraum wird das schon sportlich alles. Ja. Und stell dir vor. Und wir haben hier keine Ami, sondern das hat ja einen Grund, warum der Motor so klein ist. Aber du wirst halt einfach nicht dieses Kabelgewölbe haben. Einfach
da zwei. Ja, so ein paar zumindest fertig, schon. Ja. Ja, das muss man irgendwie gucken, dass man das so ein bisschen. Aber da ist auch wichtig, da soll der 16 ruhig bleiben. Das ist nicht wichtig. Okay. Das ist gut. Aber es wäre schon gut, wenn das logischerweise fast drucklos wieder hier reinläuft, auch wieder wegen Schäumung und so weiter. Haben wir keine Probleme mit gehabt. War relativ egal. Relativ egal, okay. Ja. Krasses System. Steckt schon ein bisschen Gehirnschmalz drin in der Nummer hier. Eine letzte Sache müssen wir uns noch angucken da hinten. Ein bisschen wildes Gebastel. Dafür sind schon. Ja, dann reiß mal an den Koffer hier.